Das letzte One Piece Kapitel gab uns zwei große Rätsel über die Pause mit. Was ist vor 200 Jahren geschehen und warum ist Kuma losgerannt? Heute möchte ich über die zweite Frage sprechen und das nicht irgendwie. Nein, ich habe natürlich eine Kuma-Theorie für euch im Gepäck. Der wahre Kuma ist bereits auf Egghead Island oder zumindest vor Egghead Island. Ich glaube, dass Oda uns alle in eine falsche Richtung gelenkt hat. Aber bevor die Verwirrung Übermaß nimmt, würde ich sagen, dass ich vorne beginne. Wir lernten Kuma als einen der sieben Samurai der Meere kennen und später dann als einen sehr mysteriösen Charakter. Einerseits lindert er die Schmerzen von Ruffy, andererseits gibt er sie Zorro. Er stellt sie auf die Probe und rettet später die ganze Crew, woraufhin er in einen willenlosen Sklaven verwandelt wird. Nicht aber ohne sich so programmieren zu lassen, dass er die Thousand Sunny bewacht, bis die Ströte wieder erscheinen. Er war ein Gründungsmitglied der Revos und ein ehemaliger König, darüber hinaus auch der Vater von Bonnie. Jetzt aber scheint das alles nichtig zu sein, denn er hat sich als Versuchskaninchen hingegeben und dann in besagten willenlosen Sklaven verwandeln lassen. Obendrein hat er es zugelassen, dass auf der Basis seiner DNA die Pazifisten erschaffen werden, also eine sehr mächtige Waffe für die Weltregierung. Und nicht nur die Pazifisten, sondern später auch die Seraphim, also noch mächtigere Waffen. Er scheint also genau das getan zu haben, was Ivankov ihm nicht zugetraut hat. Er hat scheinbar der Weltregierung geholfen. Der Weltregierung, gegen die er eigentlich kämpfen wollte. Die Weltregierung, die ihn als einen Tyrannen gebrandmarkt hat. Kuma wirkt wie ein Charakter voller Widersprüche, aber vielleicht ist das gar nicht der Fall. Besinnen wir uns auf sein Ursprungsziel, die Himmelsdrachen zu stürzen. Er, als Gründungsmitglied der Revos, verfolgte ganz klar dieses Ziel. Die Himmelsdrachen haben ihn irgendwie gezwungen, sich als Testsubjekt herzugeben. Und nun gibt es zwei Optionen. Er ist eingeknickt oder er hat nur so getan, als ob. Und damit will ich nicht sagen, dass Kuma aktuell er selbst ist und die ganze Zeit alles nur gespielt hat. Nein, es verhält sich schon ein bisschen komplizierter. Er war nicht allein. Er hatte Vegapunk an seiner Seite. Vegapunk, der mindestens den Befehl eingebaut hat, die Thousand Sunny zu beschützen. Sein Komplize war der wohl intelligenteste Mensch in ganz One Piece. Obendrein jemand, der bereits wusste, dass die Weltregierung ihn töten möchte, bevor die CP0 Egghead Island überhaupt betreten hat. Auch jemand, der das verlorene Wissen begehrt und das auch schon damals, und die Tabus der Weltregierung bricht. Ein Mann mit Vegapunks Möglichkeiten hätte doch sicherlich einen Weg finden können, Kuma zu retten. Vor allem, wenn beide letztlich ähnliche Ziele verfolgen. Und er hätte es nicht nur gekonnt, er hat. Er hat einen Weg gefunden, um Kuma zu retten. Keinen Weg, um einen halbgaren Kuma zurückzubringen, sondern einen Weg, um den wahren Kuma zurückzuholen und ihm zugleich noch ein nettes Upgrade zu verpassen. Aber wie? Wie soll er das gemacht haben? Die Antwort ist ganz simpel. Er hat den Like-Button eines jeden einzelnen Videos von mir auseinandergenommen. Und du kannst ebenfalls den ersten Schritt gehen, indem du dieses Video likest. Okay, ernsthaft. Wie hat er das gemacht? Und vor allem, was hat er gemacht? Zwischen Sabaody und Marineford wurde Kuma zu dem willenlosen Sklaven, der er heute zu sein scheint. Vegapunk muss ihn irgendwie steuern können und es scheint ganz so, als hätte Vegapunk ihn dafür in einen vollständigen Roboter verwandelt. Er besitzt vielleicht noch immer geringfügig organische Materie, aber wirklich nur noch sehr geringfügig. Er scheint nicht einmal mehr sein Gehirn zu besitzen und wenn doch, dann arbeitet es zumindest nicht mehr. Auch die Art und Weise, wie er spricht, zum Beispiel Mission abgeschlossen, wirkt so, als hätte Vegapunk sein Gehirn ersetzt, als wäre er ein vollständiger Roboter. Und wenn Vegapunk das tatsächlich getan hat, was hat er dann mit dem Gehirn getan? Das ist die entscheidende Frage. Vorher aber noch ein anderer Schritt. Es scheint doch ganz so, als wäre Kuma mit Vegapunk verbunden. Die CP0 bedroht ihn und er sagt, dass er Bonnie etwas geben möchte und auf einmal fängt Kuma an zu rennen. Natürlich bestätigt das keinen Zusammenhang, aber es wirkt schon so, als wäre da ein Zusammenhang.
Die anderen Möglichkeiten, warum Kuma anfängt zu rennen, sind außerdem allesamt relativ unwahrscheinlich, insofern ich hier keine heiße Möglichkeit vergesse. Kuma wird nicht auf einmal einen freien Willen entwickelt haben. Würde die Weltregierung ihn in die Luft jagen wollen, dann hätte Oda das wahrscheinlich als Cliffhanger benutzt. Zumal sich die Frage stellen würde, warum sollte Oda ihn überhaupt in die Luft fliegen lassen, wenn er doch sowieso vorher entkommt und niemand anderes verletzt wird. Und auch ein Link zu Bonnie ist relativ unwahrscheinlich. Wie sollte so ein Link zwischen Bonnie und Kuma überhaupt entstanden sein? Und warum, wenn es so einen Link gäbe, ist er nicht schon vorher losgerannt? Zum Beispiel als Bonnie von Blackbeard festgenommen wurde oder als Bonnie in diesen Strudel geriet. Die wahrscheinlichste Antwort ist also, dass Kuma einfach mit Vegapunk verbunden ist. Der Elefant im Raum ist natürlich die Frage, warum er losrennt und sich nicht einfach direkt zu Vegapunk teleportiert, aber ich glaube, den Elefanten kriegen wir so schnell nicht weg. Wenn du aber eine Idee hast, lass es mich auf jeden Fall wissen. Wenn diese Verbindung nun aber tatsächlich bestehen sollte, dann hat uns dieses Kapitel die Antwort geliefert, wie diese Verbindung aussieht. Vegapunk und Kuma sind über die Punk Records miteinander verbunden. So hat Kuma sich nicht einfach der Weltregierung hingegeben, sondern sich in einen der wohl effektivsten Spione überhaupt verwandelt. Er war der direkte Sklave der Himmelsdrachen. Jeder Himmelsdrache, außer dieser Ehrenmann, wollte ihn haben. Vegapunk könnte demnach durch Kuma unfassbar viel erfahren haben. Aber das ist nicht alles. Was meine ich, wenn ich sage, dass Kuma bereits auf Egghead Island ist? Nun, wenn Vegapunk ihm das Gehirn entnommen hat, was hätte ihn davon aufhalten sollen, dieses Gehirn in den Kuma Seraphim zu pflanzen? Und nein, ich will nicht sagen, dass der Kuma Seraphim bereits Kuma ist, sondern viel eher, dass er das Potenzial dazu besitzt. Bevor er nämlich zum wahren Kuma werden kann, muss eine bestimmte Bedingung erfüllt werden. Dazu passt übrigens auch, dass der Kuma Seraphim älter wirkt als die anderen. Er war der erste Seraphim, der fertiggestellt wurde. Und er musste der Seraphim sein, damit Vegapunk das Gehirn implementieren konnte. Aber kommen wir auf die Schlüsselkomponente zu sprechen, die erklärt, warum Kuma sich möglicherweise auf den Weg nach Egghead Island macht. Durch Brook haben wir erfahren, dass sich Teufelsfrüchte an die Seele binden. Und dass es auch die Seele ist, die den Charakter einer Figur bestimmt. Jetzt ist Brook natürlich ein Ausnahmefall, aber generell kann man sagen, dass das Konzept der Seele ziemlich wichtig in One Piece ist. Wir wissen, dass es das Konzept der Seele gibt und dass es den Charakter einer Person beeinflusst. Wir haben also folgende Situation. Der Kuma Seraphim besitzt das Gehirn vom wahren Kuma. Die Seele des wahren Kumas hat sich allerdings mit der Teufelsfrucht verbunden und da es die Seele ist, die benötigt wird, damit Kuma wieder zu Kuma werden kann, braucht er seine Teufelsfrucht. Vegapunk hat Kuma also gerufen, um ihn zu töten. Um ihn zu töten, um an seine Teufelsfrucht zu kommen, damit er den wahren Kuma im Körper des Seraphim Kuma zurückholen kann. Und das, was er Bonnie geben möchte, ist demnach kein Gegenstand, sondern das größte Geschenk, das er ihr machen kann. Ihren Vater. Er möchte den wahren Kuma zurückholen, und zwar im Körper des Seraphim Kuma. So viel zur Theorie. Kurz aber noch eine Prediction. Wenn diese Theorie stimmen sollte, dann calle ich folgenden Cliffhanger. Wir sehen, wie Kuma auf die Ströte Bonnie und Vegapunk trifft und wie Vegapunk ihn dann irgendwie tötet. Wenn diese Theorie wirklich stimmen sollte, dann kann ich diesen Cliffhanger förmlich riechen. Lass du mich jetzt aber noch auf jeden Fall wissen, was du von dieser Theorie hältst. Hier kommst du jetzt noch zu meiner Blackbeard und Zebek Theorie oder alternativ zu der Reise von den Roger Piraten. Ciao und bis zum nächsten Mal.